Damen und Herren, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Ich bin erschüttert, in welcher Form sich unsere Perspektive bestätigt hat, die wir seit Beginn der Kadida-Proteste vertreten haben. Nach Berichten der Frankfurter Rundschau und der HNA in der letzten Woche sitzt hier in unseren Reihen ein Nationalsozialist. Was das bedeutet, weiß wohl jede und jeder hier im Raum. Der Faschismus vertritt ein politisches Programm, dessen Umsetzung den Tod von über 60 Millionen Menschen in Kauf genommen hat, um seine Ziele zu erreichen. Faschismus bedeutete in Deutschland Zerschlagung jeglicher Form von Demokratie, den Holocaust, die Ermordung tausender Kommunisten und Sozialdemokratinnen, Homosexueller, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen und vieler mehr. Zu Beginn dieser Wahlperiode wurde ich und meine Fraktion von Mitgliedern dieser Versammlung angefeindet, weil wir den Protest gegen den Einzug der AfD solidarisch unterstützt hatten, ja, auch mit Plakaten, die gegen die Geschäftsordnung verstießen. Uns wurde dabei ein unklares Verhältnis zur Demokratie vorgeworfen. Ich weise diese Angriffe entschiedener als je zurück. Heute wird deutlich, wie wichtig unsere mahnenden Prozesse, unsere Proteste waren und wie wichtig es ist, dass wir uns hier in der Stadtverordnetenversammlung und draußen auf der Straße jedem Versuch entgegenstellen, faschistische Positionen wieder salonfähig zu machen. Ich werde überall und immer wieder Protest üben, wenn sich faschistische Positionen öffentlich äußern und rassistischen Vorurteilen Vorschub geleistet wird. Die Fraktion der AfD steht nun vor der Aufgabe, sich zu positionieren. Wollen Sie mir wirklich erzählen, Sie hätten von diesen Vorgängen nichts gewusst? Waren Sie blind und taub gegenüber der politischen Vorgeschichte Ihrer KandidatInnen? Oder haben Sie diese billigend in Kauf genommen, um sich der Stimmen im faschistischen Lager sicher zu sein? Die nächsten Tage werden zeigen, ob das rechtskonservative Deckmäntelchen in der Realität standhält, wenn Sie Ihren Wählerinnen und Wählern ausgebreitet haben. Hat nichts mit irgendwelchen Anträgen zu tun, die wir heute auf der Tagesordnung haben. Der GO-Antrag, der hier gestellt wurde von der AfD, zeigt mir jedoch, dass Sie sich offensichtlich der politischen Position von Herrn Welz gegenüber nicht stören. Meine Damen und Herren, ich fordere dazu auf, Faschisten in der Stadtverordnetenversammlung zu isolieren, sie aus der Arbeit, aus Debatten und Diskussionen unserer kommunalen Gremien auszuschließen, keine Zusammenarbeit mit Faschisten in welcher Form auch immer, keinen Fußball mit Faschisten. Bitte Sie, Ihren Beitrag zu beenden. Das hat keinen Zusammenhang zu irgendwelchen Anträgen. Doch, ich sehe mich hier angegriffen, und zwar ganz gehörig durch Positionen von Nationalversetzten hier in der Stadtverordnetenversammlung. Außerdem sehe ich mich angegriffen durch Positionen bestimmter Vertreterinnen und Vertreter dieser Versammlung bezüglich unserer Position zur AfD Anfang der Wahlperiode. Ganz eindeutig sagt die GO, dass mir bei persönlichen Angriffen eine persönliche Erklärung zusteht. Zu einem bestimmten Punkt davon habe ich hier im Zusammenhang mit der Besprechung von entsprechenden Anträgen. Ich denke, ich bin losgeworden, was ich sagen wollte, meine Damen und Herren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.